Ich hasse Stille. Weil ich bin ein Quatschkopf, ich sag's dir ganz ehrlich. Und ich laber ohne Ende und ich kann das gar nicht abstellen. Wenn ich zu jemandem sage, du singst Scheiße, regen sich schon alle, ja, warum ist der so hart oder so, ja. Aber es ist einfach die Wahrheit. Also entweder die Leute akzeptieren das, so wie ich sage und so wie ich bin, oder eben nicht. Geile Zeit, verrückte Zeit, irgendwie war es geil. Also das war so bunt und lustig irgendwie. Und jetzt ist irgendwie nicht so bunt mehr. Also ich fand die mega. Sherry, Sherry Lady. Ich bin der größte Kritiker meiner selbst. Ich glaube dir, du lachst, weil die Leute es immer nicht glauben. Aber ich bin deshalb so erfolgreich, weil ich alles und alles, was ich tue, auch natürlich immer hinterfrage. Ja. Das kann man nicht höher bewerten. Ja. Deshalb, also das Größte für mich, mein Halt, mein Alles, meine Mami ist das Wichtigste, meine Kinder sind das Wichtigste, meine Lebensgefährtin ist das Wichtigste. Also das ist mein ganzer Halt in meinem ganzen Leben. Ja, wenn ich jung wäre, würde ich zu einer Castingshow gehen, weil es gibt kaum mehr andere Möglichkeiten, sich irgendwie zu zeigen im Fernsehen. Das ist wie so eine Dynamitexplosion. Und wenn man dann eben auch noch gut ist, ist man auf jeden Fall bekannt. Ja, ich meine, wird jeden Tag wichtiger. Ich bin mal auf Instagram, ich habe jetzt so knapp 1,3 Millionen Follower, ja. Und habe jetzt natürlich diesen ganz direkten Kontakt. Ich weiß also, ich mache irgendwas und 3 Sekunden später weiß ich, was die Leute drüber denken. Auch genau jetzt heute, ich weiß jetzt schon, dass sich wieder einige Leute meinetwegen beschweren werden, warum ich mit dem Privatflieger, ich hätte ja auch mit dem Dreirad fahren können. Und es ist so lustig, worüber die Leute sich so Sorgen machen, ja.